Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück auf dem wunderschönen Planeten Gladius Prime. Naja, wunderschön ist er nicht. Eher gefährlich und widerspenstig. Falls euch dieses Video, falls euch diese Serie Let's Play Gladius gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier einen Like da lasst. Und falls du noch kein Abonnent bist meines Kanals, dann ist rechts unten hier ein Abo-Button, dann klick doch da mal drauf. Und wenn du die Glocke noch aktivierst, dann bekommst du auch mal mit, wenn ich nur ein Stuff hochlade. So. Wir sind dabei, die Grenzen unseres Reiches, unseres Ordens hier zu vergrößern für den Ruhm und die Ehre des Imperators. Wir beenden mal den Zug. Granate. Ist das eigentlich cool gegen gepanzerte Einheiten oder ist das besonders cool gegen Hunde? Ja, das ist, glaube ich, eher gegen gepanzerte Einheiten, oder? Obwohl 7.3 ist, ist ja nicht so schlecht, ne? Da machen sie wirklich kaum Schaden, ne? An... Die sind wirklich für die Erstürmung gepanzerter Türme oder sonst irgendwas, ne? Das heißt, die sind auch ein bisschen in Gefahr jetzt hier. Aber unsere Truppen können sich hier bald vereinen. Das ist ziemlich cool. Dann schicken wir mal unsere Gardisten. Die bleiben mal hier zurück. So, wir haben ein neues Assault Squad. Und noch viel cooler. So, wie geht denn jetzt hier so ein Orbitalabwurf? Ich verstehe es nicht. Ausweichmanöver. Wie sehen die denn eigentlich aus? Ja, geil. Sehr cool. Ja, ich würde die gerne orbital abwerfen. Muss ich da noch irgendein Gebäude bauen? Reklusium, das haben wir schon, das haben wir schon. Ein Einflussgebäude bauen wir auch nochmal. Und dann erweitern wir unsere Stadt. Okay. Ich werde trotzdem noch mal hier so ein Tactical Squad. Ne, da bauen wir ja schon eins. Dann lassen wir das erstmal. Ja. Okay. Wir beenden diesen Zug. Ich nehme einen Schluck Kaffee und wir gucken mal, was die KI macht. Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Situation. Aber die werden ja flankiert hier von zwei Tactical Squads. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Die Garde ist auch nicht weit.
Die Unsterblichen. Ist das geil? Das finde ich total super. Dass die solche Titel bekommen. Finde ich richtig geil. Die Unsterblichen. So, und die müssen noch weiter hochrecken. Die eigentlich auch. Dann. Ah ja, die haben eine geile Range hier. Aber ich muss das irgendwie mal raus. Krass. Ich muss das mal rausfinden, wie das geht mit dem Orbitalabwurf, ne? Das ist nicht so unwichtig. Temporärer Schild. Fraktion entdeckt. Astra Militarum. Hier befindet sich also eine imperiale Armee. Aufgrund des hohen Xenos-Aufkommens und einer gewissen Ketzerei-Wahrscheinlichkeit darf leider nicht zugelassen werden, dass sie den Planeten verlässt. Bei der Rückeroberung ihrer Ordenswelt wird ihnen diese Armee keine Hilfe sein, sondern eher ein Hindernis darstellen. Oh. Das ist ein Flakpanzer. Keine Sicht drauf. Das wird sozusagen die Garnison dann hier von Core Imperi, würde ich sagen. Okay, Benachrichtigung löschen, Zug beenden. Die habe ich nicht gesehen. Die Granaten, ich glaube, an gepanzerten Fahrzeugen machen die irgendwie mehr Schaden, ne? Muss gleich mal bei der. Mal gucken, mal. Forschung. Sprenggranate. Ja. Dazu müssten wir nämlich eine. Gab es da noch eine andere Granate für, oder? Nee. Ach doch, hier. Ja. Die hätten wir entwickelt. Ja, okay, verstehe. So, wir beenden mal den Zug. Ja, es war klar, dass der jetzt versucht abzuhauen. Die Unsterblichen, saugut. Vital-Scan mal gemacht.
Okay. Bräuchten hier irgendwie auch so einen Turm, ey. So, Zug beenden. Nicht gut aus, ne? Ich hatte doch auch irgendwas von Garnison gesagt. Die habe ich aber auch ab losgeschickt, oder was? Okay. Für den Imperator. Zack. Naja, 4,5 ist es auch nicht so der Hit. Das ist auch ein Fall für unsere Devastators. So, da haben wir dem Astra Militarum echt ein paar Ressourcen abgegraben. Zum Glück der Zeug. Wir brauchen hier unbedingt einen Turm. 160 Ressourcen, ey. So, dann zweites, da bist du der Team Feuer frei. Noch.
So, Zug beenden. Nach wie vor finde ich es sehr schön, dass die KI dann, dass die Züge alle gleichzeitig stattfinden. Das spart mal viel Zeit. So bei so Spielen wie Civ oder so oder auch Total War, da nervt das manchmal. Krakenpenetrator-Geschosse. Dieses Kit ist eine von Adeptus Astartes inspirierte Verbesserung des standardmäßigen Bolters und ermöglicht es mit Bolter bewaffneten Einheiten Krakenpenetrator-Geschosse zu verwenden, die über noch wirkungsvollere Sprengladungen verfügen. Besonders beim Deathwatch-Angriffsteam der Space Marines sind diese Hartspitzgeschosse sehr beliebt. Das ist wunderbar, da machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. Wiedersehen. Oh. Stufenaufstieg. Sehr schön. Wer war das noch? Ihr wart das noch? Nee. Achso, die. Da können wir gar keinen. Okay. Ja. Wunderbar. Das läuft hier alles wie eine Nähmaschine. Wir kommen doch ganz gut voran. So, jetzt haben wir aber hier eine Garnison statt befehligen. Unser Panzer ist auch bald fertig. Unser Predator Forschung auswählen. Und Zug beenden. Dann müssen wir gleich mal abziehen hier, dass der da nicht noch down geht. Nicht gut. Ja, den Einsatz der Scout-Einheiten, das muss ich noch ein bisschen üben. Das läuft ja irgendwie nicht so gut. Dafür ist unser Captain umso effizienter. Ich bin eure Erlösung. Gleich den zweiten Kill hier, ganz neu auf dem Schlachtfeld und haben schon zwei Kills gemacht. Wir müssen auch mal hier recken. Nicht schlecht, 6,7. Nice, nice. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Einfluss, aber da sind wir ja schon dran, hier ein neues Einflussgebäude zu bauen. Ja, cool, ey. Cooler Typ.
Stufe aufsteigen. Was kann er denn hier? Riten des Krieges. Und der angrenzenden Einheiten. Nicht schlecht. Lobgesänge des Zorns stellt die Moral angrenzender. Und verringert die Moral auch cool. Astartes-Dogma. Das probiere ich mal aus hier mit Astartes-Dogma. So, und unser Panzer ist auch fertig, unser Predator. Als nächstes bauen wir dann, das müssen wir noch erforschen, eine Flugabwehreinheit, bis wir da breit aufgestellt sind. Aber wir kommen voran. Wunderbar, das ging sehr schnell jetzt. Vielleicht verpassen wir diesen ollen Scout-Einheiten ein bisschen mehr Schlagkraft. Nein, wir hatten gesagt, den Hunter entwickeln. So, die unbezwingbaren. Und die Unsterblichen. Zack. Oh, krass. Was ist das hier? Dieser Bau, der schießt ja nicht zurück, da haben wir eigentlich keine Eile. So, ich will das jetzt mal ausprobieren. Das meinst du was? So. Und jetzt ist das irgendwie besser, oder? Ja, krass. Nice, nice. Muss ich da mit dem in der Stadt bleiben? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Geh jetzt hier mal weg von der Stadt. Mal. Nee, bleibt oben. Cool. Da kommen ein paar Hunde angelaufen. Und down. Nice. Shit, die stehen ja hier im Stahlkraut. Ups, scheiße. Ey, nein, das wollte ich nicht. Oh Mann. So, und was macht ihr? Auch Richtung Westen.
Stadt befehligen. Ja, wir könnten eigentlich nochmal ein Assault Squad und nochmal ein Tactical Squad bauen. Und ruhig auch nochmal einen Panzer, ey. Zug beenden. Und wieder einen Kill gemacht hier. Die haben sich ja wirklich jetzt schon sehr aus... Kann ich nicht... Stufe aufsteigen. Unbezwingbare Garde. Naja. Naja, doch, die können schießen. Schön. Wir haben dann noch ein zweites Devastator Squad. Wo ist das? Da unten. Ja, das bleibt auch da unten. Stadt befehligen. Das sieht aber gut aus. Stadt überspringen. Zug beenden machen wir nicht. Wir beenden diese Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es cool, wenn du mir ein Like da lässt. Ansonsten, falls du noch kein Abonnent bist, dann ist rechts unten ein Abo-Button. Ich hoffe, du bist nächste Folge wieder mit dabei, wenn wir hier fortfahren bei der Eroberung von Gladius Prime. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao. We'll be right back.